mäßige Löwe, Knolle, Bobberwurf. Und willkommen zu einer neuen Folge Bitwarfe. Ich, mexikanische Musik, aus der Hause, keine Ahnung was, ich hab den Namen vergessen. Oh, halt, ich muss mal ganz kurz pausieren, es kommt bis gleich, ein bisschen blöd wegen der Musik, aber ich muss ganz kurz pausieren. Bis gleich. Und in der mexikanischen Musik geht es weiter, wir haben jetzt hier eine wunderhübsche, bitwarfe Runde ausgesucht, für exquisite Mahlzeiten, Signore, por favor. So, das reicht jetzt aber auch langsam. Oh, wir sind gerade bei Red Wars. Nämlich, ich habe eine traurige Nachricht hier zu verkünden. Und zwar nicht, dass ich jetzt Ding spiele. Das ist schon schlimm genug, dass ich PvP spiele. Nein, etwas anderes Schlimmes, und zwar City Skylines wird pausieren. Ja, City Skylines wird leider pausieren. Mexikanese, oh. Ich habe alles umgestellt, deswegen. Entschuldigung. Ja. City Skylines wird pausieren, ebenso wie die Geheimakte. Oh. Team Orange ist schon tot. Wir sind Team Gelb. Okay, gut. Ja. City Skylines wird pausieren. Ebenso wie Geheimakte. Geheimakte ist auch noch nicht vorbei. Also, wer das denkt, der hat sich geschnitten. City Skylines ist noch nicht pausiert. Also, Geheimakte Tunguska ist noch nicht zu Indie. Sondern ist einfach nur in die Pause gegangen, ebenso wie jetzt City Skylines. Weil, City Skylines war bei mir immer asynchron und ich weiß nicht warum. Okay, ich drehe mich nochmal um. Okay, mein Teamkollege ist unten gesprungen. Warte, schön, die muss man ganz kurz schreiben. Bin in Aufnahme. So. Gut, dann wissen wir es jetzt auch. Dass ich jetzt, gerade in Aufnahmen bin, dass die dann später auch auf YouTube zu sehen sind. So. Cool, schreibt er. Das schreibe ich jetzt einfach mal, jo. So, passt es. Kein Smalltalk hier, wir müssen jetzt gerade kämpfen. Und zwar bei Bed Wars geht es darum, gegenseitig die Betten zu zerstören. Und wenn man halt, YouTube-Namen wollen, die wissen, ach, meinetwegen, komm. Kein Smalltalk! So. Kein Smalltalk. Weiter. Okay. Wir haben hier. Stopp! Mexikanische Musik! Mexikanisch! Scheiße. Also diese mexikanische Musik, ne? Ich kann mich nur konzentrieren. Ja, also bei Bed Wars kann man sich auch, wie ihr seht, auch runterschucken. Ist leicht blöd für mich jetzt gerade, aber naja, kann man halt. Alter. Und mit diesen Bronze Sachen kann man sich jetzt einfach hier Sachen kaufen. Zum Beispiel hier so ein Lederhelm oder so. So. Oh, ein neues. Launchige Musik. Grüße. Ja, also diese Playlist würde ich auch verwenden, wenn ich Let's Plays mache. Das bedeutet. Ja. Also lieber Mastercraft, HD7, ich grüße dich. Du bist gerade in meiner Aufnahme drin und hast mich gerade zum Smalltalk gezwungen, woraufhin wir jetzt schlechter sind als alle anderen. Vielen Dank, lieber Mastercrafter HD. So, du hast keinen Skin. Übrigens, mach dir einen. Dankeschön. Weil ich habe auch einen, aber ich hoffe, der wird überhaupt geladen. Boah, Junge, kommt einfach mal der... Also das ist gar nicht so meine Runde. Ich habe aber eigentlich auch gar nicht vor zu gewinnen, ganz ehrlich. Ich wollte einfach nur sagen, dass City Skylines kommt. Nicht mehr kommt. Stattdessen kommt jetzt ein anderes Let's Play. Also wie ihr seht, ich bin wirklich nicht gut. Ich frage mich, warum gibt es nur Eisen in der Mitte? Das ist ja kacke. Ich werde jetzt mir extra keinen Linksmove machen. Keine Rüstung, weil es wird eh nicht viel bringen. Ich brauche einfach dringend Eisen. Eisen. Also Gold gibt es meistens nur in der Mitte. Deswegen muss man sich früher oder später in die Mitte bauen. Aber weil halt eben alle in die Mitte wollen, zum Beispiel Blau und so, die tun dann alle sich gegenseitig fighten. Oha. Alle. Ich will nicht wehtun! Jetzt hat er mich bemerkt, Ah, ich schucke runter. Und er ist tot. Geil. 1000 Punkte für Grenziger. Oh nein. Das ist ein Blau. Nein! Ja, also, Bed Wars. Ich hab manchmal so meine Runden, manchmal ist es eher nicht so.
Gerade ist es meine nicht so runde. Manchmal gehe ich einfach ab, also bedeutet ich kill einen, aber so wie jetzt gerade, aber naja. Es ist gerade nicht so meine Runde, deswegen. Ja komm, wir machen uns einfach eine Rüstung, oder? Ja, gönnen wir uns. Ich kenne die Map ehrlich gesagt gar nicht, deswegen ist es gerade auch. Oh Mann. Oh, cool. Team Blau. Ja, Team Blau soll verrecken. Oha. Ich muss mich echt umgewöhnen. Liebe du erst, das hast du zu verantworten. Hallo? Also, der liebe du erst wollte für mich ein bisschen PvPen, damit ich nicht immer der Noob auf allen Servern bin. Und da musste er einfach kurz mal meine. Deine Steam ist cool. Ich verstecke mich hier. Oh Mist. Die kloppen sich dahin. Okay, komm. Es ist zwar Pussy-Taktik, es ist Pussy-Taktik, aber hey. Mastercrafter, HD! Du bist der Männer! Ja, komm, alle auf ihn! Oh nein! Ja, also, wie ihr seht, diese Runde mit Bros war nicht so meins. Wir sehen uns gleich in Hide and Seek. Also, welchen Einzelnen? Bis dann, tschüss. So, wir sind hier wieder da. In Hide and Seek. Juhu. Und die schreiben alle rum. Hier schreibe ich jetzt aber nicht, dass ich in der Aufnahme bin. Ansonsten alle immer, wie kann das? Das geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks. Ich will da wirklich keine Werbung machen, sondern nur, dass die wissen, ach ja, ich bin irgendwo auf YouTube. Nicht, dass die dann irgendwie sagen, was, ich bin auf YouTube. Nein, mein Name ist streng geheim, weil ich arbeite bei der CIA und höre Angela Merkels Handy ab. Könnte sein. Man weiß ja nie. Der da drüben wollte, dass ich hier, dass wir alle in diese Lobby reinkommen. Ich habe wirklich eine gefühlte Ewigkeit gewartet, bis irgendwie irgendwas endlich mal in die Gänge gekommen ist. Hallo! Ui. Ich bin ein Bücherregal. Ja, also bei Hide and Seek muss man sich einfach verstecken. Ja, das ist nicht so schwierig zu erklären. Problem ist, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken kann. Alter, ist die Map Scheibe? Du bist ja richtig Scheibe, ey. Aha. Ja, also so als Hinweis, Hide and Seek ist ein Spiel, das ich sehr gut kann, weil da muss man einfach nur rumstehen und warten und hoffen, dass einem der Sieger einfach nicht findet. Aber wir gehen auch irgendwann raus und killen dann ihn. Moment mal, wer ist denn überhaupt Sieger? Achtung, der Sieg ist unterwegs. Bla bla bla. Der Turm, bla bla bla. Was? Bla bla bla. Okay, nee. Wer ist Sieger? Fragezeichen. Wer ist Sieger? Sieger, Also, wir haben jetzt ein Holzschwert, um uns zu verteidigen. Ah, meine Mutter ist, Alt F4. Alles klar. Probiere ich jetzt gerade mal. Da ruft mich gerade jemand an. Ich komme gleich. Uah! Ich kann gerade schlecht. Ich kann gerade nicht ans Telefon rangehen, weil der will mir gerade an den Kragen. Ja, was soll ich jetzt machen? Scheibe. Ich bin nicht mehr da. So, jetzt hat er schon. Ist er jetzt schon weg? Boah, wie blöd ist denn der? Ich pause mal ganz kurz die Aufnahme. Das war jetzt leicht creepy. Ich habe angerufen, also mein Vater hat natürlich angerufen, natürlich. Und ja. Er hat angerufen und dann. Ja, komm, wir gehen jetzt raus. Und dann. Eieiei. Rennen. Ist ja blöd. Wurde er auf einmal zum Glasblock? Ich glaube, ich bin gerade. Also, wir wollten gerade zurückrufen, dann bin ich bei irgendeinem anderen komischen Typ gelandet. Hallo, ich bin nur ein kleines Bücherregal. Nein. Ich hab. Im Wasser habe ich keine Chance. Run, boy, run. You know what makes fun? Ja, wir regenerieren. Das ist sehr schön für mich. Mist, er hat uns gekriegt. Tja, ich habe eine lange Leitung.
Und jetzt denken sicherlich 80% von euch wieder falsch. So, wir haben jetzt noch 67 Sekunden. Bei der Zeit drüben sieht man das. Ich wollte gerade drauf zeigen, aber es bringt ja wenig. Ja, bei den... Wo war nochmal der Verzauberungstisch? Da war... Ja, also ich habe gerade meinen Vater angerufen und da war einfach so ein creepy Mann und der hat nach einem Dieter gefragt. Hallo Mann, falls du mir gerade zuhörst. Ja, ich habe mich, glaube ich, verwählt. Mein Telefon spielt gerade zur Zeit. Wie einfach immer jemand anruft, genau dann, ach, ein Chess, ein Web und so weiter auf Blog. Kann ich den kaufen? Wie kann ich den Kompass kaufen? Keine Ahnung. Auf alle Fälle. Link zu den Servern, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Ganz dringend reingucken, das war jetzt einfach nur ein kleines Infovideo, das ja im aktuellen so nicht kommt. Einfach schlichtweg. Also ja, dass ich jetzt lieber was anderes spielen will, weil, nein, wir haben verloren, nein, ja, so, zweimal verloren, ich bin sehr gut im PvP, wir sehen uns am Donnerstag, oh, ich habe gerade ganz die Musik vergessen, ja, da war gerade die Musik kurz weg, irgendwie hat die nicht abgespielt, oh, irgendwie war gerade die Musik weg, sie hat nicht abgespielt. Ich muss gerade einen kleinen Schnitt reinmachen. Leider, ich war gerade zu blöd und bin auf die Musik draufgegangen. Link zur Musik ist auch unten in der Videobeschreibung. Guckt da auf alle Fälle vorbei und ladet die Runde, falls die euch gefallen hat. Wenn nicht, dann wartet einfach noch auf Donnerstag. Da kommt dann noch mehr Musik, weil da haben wir dann innerhalb einer halben Stunde haben wir dann Zeit, das alles zu machen. Genau. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen von euch und für euch und von uns und zu uns und was noch alles. Und wir sehen uns am Donnerstag in Minecraft wieder. Und am Sonntag kommt dann ein neues Let's Play. Bis dahin, sag ich mal, tschüss.